Guten Morgen, ihr Lieben. Ich mache jetzt gerade erstmal noch mal ein kurzes Video, weil ich heute meine Schwester überraschen möchte und ich wollte das Ganze so ein bisschen festhalten. Ihr seht, ich bin noch ein bisschen zerzaust. Es ist noch nicht mal 7 Uhr und ich muss auch so früh aufstehen, weil ich gleich noch arbeiten muss. Ich habe heute eine ganz kleine Überraschung für Yvonne, weil die ganze Zeit jetzt so das alles ein bisschen schwierig war, so. Sie hat eine nicht so gute Diagnose gekriegt vom Arzt. Jetzt hat sie am 29. eine OP. Und ich habe mir gedacht, weil wir vorher schon so ein bisschen am Quatschen waren, dass sie sich was machen lassen will, habe ich mir gedacht, ich nehme das jetzt einfach mal in Angriff. Und ja, wir fahren heute ins Tattoo-Studio und Ivy kriegt heute ein Tattoo von mir. Das Ganze hatte sie sich damals schon überlegt, oder was heißt damals, vor kurzem schon überlegt gehabt. Sie war sich nur noch nicht so sicher, bei wem sie das machen lässt. Und ich habe dann gesagt, ja, wir können ja mal bei meinem Tätowierer fragen, weil der eigentlich ganz gut ist. Und ich zeige euch das einfach mal. Das wird's werden. So, wenn man meine Kamera mal suchen würde. So. Da steht Fighter. Dasselbe Tattoo habe ich auch. Und das passt, glaube ich, zur jetzigen Zeit so einfach ganz gut. Und ich bin auch ganz, ganz stolz, dass sie das machen lässt, weil ich es ja auch habe. Und ich freue mich ganz doll darüber. Und ich bin sehr gespannt, wie sie das nachher auffassen wird. Wir gucken einfach mal. Ich nehme die Kamera mit. Und dann werde ich das Ganze einfach mal, glaube ich, so ein bisschen videotechnisch mitverfolgen, weil es doch, glaube ich, eine große Überraschung für sie wird. Ich hoffe, sie weiß noch nichts davon. Ich wünsche euch erstmal noch einen schönen Tag. Ich muss jetzt erstmal arbeiten. Tschüssi! So, ich bin jetzt gerade auf dem Weg. Was war ganz falsch? Aber okay. Ein bisschen außer Fuß sind, weil es jetzt gleich losgeht. Was ihr erwartet, beziehungsweise wie ihr darauf reagiert, wenn wir dann vor dem Tattoo-Studio stehen. Gucken, ob sie gleich am Bahnhof spazieren. Wie ihr seht, überall liegt Schnee. Es ist ganz kalt, meine Augen tränen, meine Nase läuft. Entschuldigung. Und dann mal gucken, ob wir sie gleich finden. Ich drehe die Kamera einfach mal um. Vielleicht sehe ich sie dann ja gleich. Sie hat auf jeden Fall eine weiße Mütze auf, hat sie gesagt. Aber noch sehe ich sie nicht. Da ist sie. Da. Da ist sie. Guten Tag, Madame. Ja, ich muss das ja alles mal festhalten heute. So, wir sitzen jetzt im Zug. Eine Station noch bis Babenhausen. Ich gucke mal auf den Bildschirm. Ich auch. Ivy weiß nicht, ich was weiß überhaupt wartet. Nichts. Ich bin blöd wie ein Brot gerade. Das war gut so. wie gesagt, noch eine Station. Wir machen gleich das Video weiter, wenn wir draußen sind. Schneit. Beziehungsweise es liegt ganz viel Schnee draußen. Deswegen kalt. Mal schön Mütze aufsetzen. Ja. Und mal gucken, wie sie gleich reagiert, wenn wir da sind. Und ja, gucken. Bis gleich. So. Ich will jetzt mal so lange weiter, bis wir da sind. Und dann bin ich mal gespannt. Immer noch nicht, wie sie geht. Jetzt immer noch nicht. Meine Haare. Das schien mir nicht. Nein, das sitzt nicht. Jetzt immer noch nicht, wo es hingeht. Wie sie hält. Das. Beobachten uns wieder an der Seite. Ziemlich scary.
Wir sind Outsider. Irgendwo müssen. Weltall. Und uns ist kalt. Und ich hoffe, wie kalt ist es eigentlich, dass wir uns da gleich hinsetzen können? Keine Ahnung. Bestimmt minus 3 oder was? Kalt genug auf jeden Fall. Ich möchte den Sommer. Ivi auch. Ja. Am Strand. Sommer, Sonne, Sonnenschein und ein Cocktail. So. Spätestens im Sommer geht's nach England. Cornwall. Genau. Machen wir da alles unsicher. Ja. Mal gucken. Löcher an Gassen. Richtig gut. Schön Fotos machen. Ich gucke immer noch auf den Bildschirm wieder. Nicht in die Kamera. Und jetzt sind wir gleich da. Und Ivi guckt schon rum. Aber keine Ahnung. Wie sieht man nicht? Wie sieht man nicht? Ich habe auch gar keine Ahnung. Von daher, ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Eigentlich schlimm. Ein Zebrastreifen. Zack, zack, zack. Huch. So, meine Liebe. Siehst du schon was? Ja, jetzt sehe ich was. Kannst du es dir denken? Ja. Aber ich darf guck jetzt mal, nicht wo wir sind. Werden. Ja. Wir gehen mal rein und dann sehen wir mal weiter. Was? Wie, du heiratest wieder? Keine Angst haben. Nicht zucken. Ivi. Tja, Ivi. Jetzt gibt's keinen Weg mehr zurück. Die dritte Schwester, die tätowiert ist. Jetzt fehlen nur noch zwei. Du wolltest ja wohl nicht deinen Bruder Schwester tätowieren hier. Eine kleine Schmuckele. Was mal wieder bei ihm? Nee, bis jetzt noch nicht. Ich gehe da noch, dass der da noch aufwarten kann. Tschüss. Oh, und mit dir schimpfen? Ja. Nein. Er ist ganz lieb. Ja. Das kann ich aber. Das wollte ich das echt nicht haben. Wie geht's dir? Ja. Alles gut? Sehr schön. Er wirkt. So muss ich jetzt in die Kamera schreien. Aua! Aua! Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Ich habe es gemacht. Ich bin tätowiert. Damit ist meine Jungfräulichkeit, was Tipps betrifft, dahin. Ich gucke schon wieder laut auf den Monitor. Wie furchtbar. Na, also, ne, die spießige Lehrerin ist nun oft tätowiert. Würde ich jetzt weiter in den nächsten Wochen zu tun haben, um zu kämpfen. Ja, mein Lieben. Tschüss. Ja, wir haben das jetzt endlich geschafft. Was? Doch ziemlich überraschend, die ersten Worte. Ich darf so momentan gar nicht tätowiert werden. Doch, darfst du. Und wenn nicht, dann ist jetzt auch zu spät. Dann müssen wir den Termin verlegen für die OP. Genau. Jetzt ist es zu spät. Jetzt weiß sie aber, woran sie sich halten kann. Ich hab's auch. Bei mir sieht es nur ein bisschen hässlich aus. Ach. Und meins ist ein bisschen verwischt. Damals mein erstes Tattoo. Aber egal, ich weiß, wofür es steht. Und ich weiß, dass unsere Familie ganz stark am Kämpfen ist und dass wir das auch schaffen jetzt. Ich freue mich auf jeden Fall, dass sie das jetzt gemacht hat. Und das auch ganz mutig, ich habe nicht gequietscht. Ich habe gar keinen Ton von sich im Leben. Aber das habt ihr ja bestimmt schon gesehen in dem Video jetzt. Das habe ich jetzt zusammengeschnitten. Jetzt fahren wir gerade nach Hause. Zu mir und trinken erstmal Tee, weil uns ist ganz schön kalt. Draußen liegt immer noch ganz viel Schnee. Das wird die nächsten Tage wahrscheinlich so bleiben. Und dann gucken wir mal, ob die Ivi bei mir bleibt oder ob sie nach Hause fährt. Guck mal, das ist ja. Das entscheiden wir dann schon. Mann, du bist dabei. Genau. Tschüss. Tschüssi. So, wir haben uns jetzt ein bisschen frisch gemacht. Den Tag haben wir gut hinter uns gebracht. Ja. Und ja, ich denke mal,
es war eine gute Entscheidung, dass sie das gemacht hat, auch wenn sie am Anfang ein bisschen gezweifelt hat. Hm. Aber es ist schick und meins ist nicht so schick, aber dafür drin. Darum geht's dann nicht. Wir werden uns jetzt noch einen schönen Abend machen, noch ein bisschen Tee trinken, mal gucken, ob sie dann nach Hause fährt oder nicht. Das entscheiden wir vielleicht noch spontan. Und dann können wir mal schlafen. Ich nicht. Ich habe auch eine Schule. Okay. Ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Abend. Habt ein schönes Wochenende. Und immer dran denken, ihr seid auch alle weiter. Tschüssi. Nicht aufgeben. Tschüss.